Guten Tag, meine lieben Leute. Willkommen zurück zu Kirby Superstar Ultra. Im letzten Part haben wir Dynablade abgeschlossen und nun das Höhlenabenteuer. Kirby findet sich in einer unergründlichen Höhle wieder, voller Gefahren. Und Schätze. Finale 60 Schätze und gelangt sicher ans Tageslicht. Na gut, dann gehen wir einfach mal los. Und zwar in die erste Area. Wald. Sehr kreativer Name, ja. Im Englischen heißt das irgendwie Subtree oder so, aber okay. Na egal, unser erster Schatz. Da, ein Schatz. Goldmedaille. Ja, ich werde alle Schätze finden, es wird unglaublich sein. Ah, hi. Stirb. Weil ich will das Spiel dann zu 100% abschließen hier, ne? Noch eine Goldmünze, obwohl... Hä? Goldmedaille, okay. Gott, bin ich dumm. Aber fuck it. Bam. Mit Kämpfer kann ich eigentlich nicht so cool umgehen, aber okay. Bam. Bam. Die beiden muss man wegbamsen, damit man an den Schatz kommt. Und hi, Krokodil, das war knapp. Eine Peitsche, Anspielung auf Castlevania, schätze ich mal. Zumindest hätte es früher so sein können in Kirby Superstar für den SNES. Und jetzt wurde es einfach nur übernommen, weil es ein Schatz damals war. Keine Ahnung. Ich bin PK. Da ist Flügel. Will ich Flügel? Die Antwort ist ja. Weil damit kann man schön schnell fliegen und das brauchen wir für einen Schatz, soweit ich weiß. Oder halt indirekt braucht er das für den Schatz. Und zwar... Ah, Oh, das war sehr knapp. Aber ich hab's geschafft. Eine Kristallkugel. Oh, ist, oh, die ist echt viel wert. Scarface, ich hasse euch so sehr. Geht sterben. Ich sagte, geht sterben. Ach, fuck it. Weißt du was, kannst du von mir aus explodieren. Ist mir scheißegal. Da oben ist noch ein Schatz. Und zwar ein... Eine Glückskatze! Anspielung auf Super Mario 3D World! Ne. Ja, da müssen wir vorsichtig sein, damit wir, dass wir den mittleren Block nicht zerstören, weil... Da... Ja, wenn ich den Scheiß treffen könnte, könnte ich was erklären, aber nein. Weil da landet jetzt da drauf der Schatz und wenn das nicht da wäre, wäre er in der Lava. Yep. Ein Sairius-Schwert? Keine Ahnung, was das sein könnte. Aber gut. Bam. Da ist noch ein Schatz, und zwar eine Kreiselmine. Anspielung auf Metroid, der Screw Attack. Wenn euch das eher was sagt, schätze ich mal. Bam. Ich sagte, hallo? Hä? Warum? Geht doch. Ja. Ein Bonbon. Cool. Sehr unkreativ, aber okay. Wir sind in der Safe Zone angelangt. Ich speichere einfach nur, weil ich es kann. Und... Oh, das war epic. Epic Saving hier. Da ist ein One-Up, das will ich haben. Einfach nur so. Ich werde es sicher nicht brauchen, aber okay. Ich aktiviere das gleich, damit ich mir später nicht in den Arsch beiß. Und... Gehe jetzt darunter, hitte das Ding und schwimme. Oder lass mich erstmal von diesem Kackvieh hitten. Ja, hi. Gut, dann runter mit uns. Schwimmen, 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 schwimmen. Hi. Eine Maxitomilte und Schatz. Wir kriegen eine Phantom-Maske. Okay, jetzt da es Phantom heißt, bin ich mir sicher, dass es eine Anspielung auf Super Mario Bros. 2 ist. Und zwar die amerikanische Version halt, nicht die japanische, weil... Ja. Hi. Gut. Da oben ist noch ein Schatz, und zwar, wenn ich hitten könnte. Geht doch. Ein... Sternenstein? Starstone. Sternstone. Keine Ahnung.
Gut, jetzt gehen wir da. Ah, Mirror! Nein, scheiße! Gut, da ist noch ein Schatz, und zwar ein Reißzahn. Wenn das nicht schon im Original wäre, hätte ich gesagt, das wäre eine Anspielung auf Modder 3, aber okay. Scheiße, ich wollte Cutter, Mann. Aber irgendwo da vorne sollte sicher Cutter sein. Ne? Nee, das ist nur ein Kagu oder so. Ich bin mir noch immer nicht sicher, wie diese scheiß Viecher heißen, aber okay, fuck it. Ich nehme jetzt einfach den Bumerang und nehme den einfach. Perfekt. Satzbau. So. Ja. Ah! Du stiehlst mir nix, Copy-Trottel. Okay. Dann nehme ich mir den Schatz. Ein Banana. Ist jetzt nicht wahr? Ho, ha, 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 hü. Okay, einfach was hitten und der letzte Schatz für den Wald ist ein Valentinsherz. Cool. Wenn ihr jetzt kurz auf den unteren Bildschirm schaut, Zukunftscale vergrößert das jetzt, seht ihr, dass bei dem Wald jetzt eine Münze ist. Das heißt, wir haben dort alle Schätze gefunden. Aber der Sockel ist noch nicht Gold, was eigentlich passieren sollte, wenn wir eine Area zu 100% abschließen. Warum ist sie nicht Gold? Weil wir noch einen Boss besiegen müssen. Moby Kick! Dein Ernst? Dein Ernst, Sakurai? Moby Kick! Wieso nicht Moby Dick? Das wird wenigstens passen. Ah, Mann. Eieiei. Aber Kick, der kickt ja nicht mal, der kickt nicht. Ah, Mann. Bam! Hey, ich sagte Bam, ey. Bam, ey! Bam, ey! Ich glaube, der ist gleich tot, ne? Ja. Und das war's mit ihm. Yeah, boy. Klopp. So, jetzt ist der Sockel Gold und wir sind in einer Sub-Area. Das heißt, das ist kurz gesagt einfach nur eine Fahrt mit der Lore. Theoretisch könnte man da auch einfach so durchrushen, aber ich will es nicht riskieren. Und es macht Spaß, einfach zu sehen, wie die Gegner einen umbringen wollen, aber es nicht schaffen. Weil die Lore OP ist, please nerf. Aber gut, jetzt sehen wir bei Kristall. Fancy. Bam und Bam. Da unten sollte, ja, ein Schatz sein. Kupfermünze, 10G. Geben wir uns damit zufrieden? Nein, natürlich nicht. Deswegen gibt es hier unten noch einen Schatz und einen One-Up. Und der Schatz ist ein Glasschuh. Oh Gott, ich weiß jetzt echt nicht, welches Märchen das ist mit dem Glasschuh und dem Kürbis, mit der Kürbiskutsche. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare bitte. Ich habe einen Brainlag. Na gut. Ja. Okay, das tat weh. Aber hier ist noch ein Schatz. Schauen wir mal, was da drin ist. Ein Kelch. Wenn du meinst. Ich werde jetzt einfach mal meine Fähigkeit gleich entfernen, weil ich brauche sie dann nicht und muss eine andere Fähigkeit benutzen. Ein Kochtopf. Super. Ich kriege ja die richtig wertvollen Sachen hier, ne? Na egal, ich brauche hier Inferno, um den Schalter auf der anderen Seite zu aktivieren. Und dafür bekommen wir einen Schlagring. Jetzt werden wir gefährlich oder was? Na egal, aktivieren wir das, damit wir schneller hochkommen. Ich nehme ja jetzt einfach Bombe. Werf die da weg, weil das ist immer gefährlich. Die erste Bombe. Und eine Bernsteinrose. Das ist cool. Das ist richtig cool. Aber hier sind noch zwei Schätze, wenn wir in die Tür kommen. Und zwar einmal ein Fischfossil und ein Tierfossil. Ich hätte mir lustigere Sachen erwartet, aber okay, fuck it. So. Das nochmal in den Inferno. Da brauche ich nicht. Und hier ist Papi Peng schon wieder, hä? Stirb. Wie einfach von seiner eigenen Waffe besiegt wird. Und ein Maschinenstück finden wir hier noch. Und das wär's mit dieser Area.
Einer von drei, natürlich. Weil, ja. Die zweite ist, glaube ich, die hier. Und zwar eine meist Unterwasser-Section. Warum auch nicht? Und da ist Yo-Yo! Yo, Bro, I got a Yo-Yo! Oh, Chat, hi, Chat, ich will dich nicht, Chat. Geh weg. Chat ist so eine Scheißfähigkeit. Zumindest für mich, ich kann nicht mit Chat umgehen. Aber okay. Irgendwas ist doch da, ja, Essen. Gib her, brauch ich. Keks! Ich habe irgendwie voll Hunger auf Kekse gerade. Ich weiß nicht, wieso. Schatztruhe! Ein Eimer. Wie ihr seht, ist da ein M drauf. Das ist eine Anspielung auf Mario und Wario. Irgend so ein, ich glaube, NES-Spiel oder so, wo Mario einen Eimer auf dem Kopf hatte, welcher von Wario auf ihn draufgeworfen wurde. Und man musste als irgend so eine Elfe oder so was Mario durch die Level guiden. Ja, ziemlich strange. Nur in Japan released, soweit ich weiß. Aber ja. Keine Ahnung, warum die das anspielen wollten, aber hey, ich lasse Sakurai. All the power to the Sakurai. Gut, da ist noch ein Schatz. Der Power Malpinsel. Das könnte eine Anspielung auf Mario Paint sein. Oh ja, Mario Paint. Ich liebe Mario Paint, ist toll. Kann man so lustig zeichnen. Alter, was ist das? Damaku? Na gut, für ein Damaku wäre es ein bisschen zu viel. Aber okay. Und den Schatz Gold-Dukaten. Okay, dann wäre es das mit dieser Area. Und wir gehen in die letzte. Und... Hahaha. Ja, was ist da drin? Ein uraltes Juwel. Wie alt denn? 50? Hi. Falcons Helm? Kann ich jetzt einen Falcon Punch machen oder? Mix! Den Beam. Na gut, von mir aus. Ich lebe mit Mix von mir. Oh, hi. Ich liebe es. Ich liebe es, Mix zu benutzen. Mix ist toll. Mix ist einfach so toll. Gut. Ja. Da ist noch eine Schatztruhe. Ich glaube, ich weiß, was da drin ist. Ein Walkie-Talkie. Im Englischen ist es einfach nur ein Handy. Also Cellphone. Warum das jetzt ein Walkie-Talkie sein muss, weiß ich nicht. Nee, warte. Ich werde mir für den Boss sowieso eine der drei Fähigkeiten holen, die mir vorgeworfen werden in der vorherigen Tür, weil damit es ein bisschen interessanter ist und ich nicht nur mit einer Fähigkeit hier rumrenne. Okay, das wird schon langsam blöd. Aber ja, am Ende erwartet uns eine Maxitomete und ein Zauberspiegel. Spiegel an Spiegel und an der Wand, sag mir, wer ist die Schönste im Land? Wenn jetzt, manch jetzt sagt doch was. Na egal, ich nehme jetzt einfach Chat, obwohl ich diese Fähigkeit abgrundtiefst hasse. Und jetzt... Ein Schleim taucht auf! Kirby greift an! Der Schleim nimmt 44 Schaden. Der Schleim greift an! Kirby schützt sich. Kirby greift an! Der Schleim ist besiegt. Ein Hampelmann taucht auf! Kirby greift an! Der Hampelmann nimmt 44 Schaden. Der Hampelmann fängt an, im Kreis zu laufen. Kirby greift an! Bam! Der Hampelmann ist besiegt. Ein Zauberer taucht auf. Der Zauberer greift zuerst an, oh shit. Ach, nee. Dein Ernst? Jetzt kann ich dich ja gar nicht mehr hitten, wirklich. Super. Ahahaha. Ahüha. Bam. Bam, bam. 44 Schaden schon wieder. Feuerzauber, hi! Bam und... Bam! Ist besiegt. Kirby besiegt alle Gegner. Du erhältst 162 Erfahrungspunkte. Toll, oder? Deine Ernsthaftigkeit steigt um 1. Dein Mut steigt um 5. Deine Entschlossenheit steigt um 5. Ja! Deine Freundlichkeit steigt um 2. Deine Rundheit steigt um 3. Endlich! Deine Liebe steigt um 3.
Na endlich, wurde mal Zeit, dass mein Liebe mal wieder ansteigt. Ich meine, seit den letzten Level-Ups steigt die nicht mehr. Na gut, ich werde jetzt noch mit Alore fahren und ich glaube, dann hätten wir einen schönen Part. Ich werde dann noch zur Safe Zone gehen und dann, ja, werde ich den Part beenden. Im nächsten Part werden wir den Turm erkunden. Bis dahin. Auf Wiedersehen.